Team, gesmoked wird nie. Ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, Hamburg, Berlin, Berlin. Ohne mein Team, ohne mein Team, ohne mein Team, Hamburg, Berlin, Berlin. Hallo Leute, hier ist Baxi Melonen mit einem neuen Video für euch. Und zwar bin ich gerade in einer Sitzung mit Baboon 87, Sucuk mit Ei und Feuerwehr. Und sag nochmal. Mein Streamername ist DP Fresh. DP Fresh. Okay. Ich habe die letzten Tage ja schon ein paar Giftcast to Friends Glitch hochgeladen. Aber die sind alle nicht so einfach wie den, der mir die Sarah gerade gezeigt hat. Der ist hammermäßig einfach und den wollte ich euch mal ganz kurz zeigen. Das soll kein langes Video werden. Wie gesagt, einfach nur ganz kurz zeigen. Ihr braucht dafür einfach nur eine volle Basis. In der Basis muss ein Fahrzeug drinstehen, was ihr ersetzen könnt. Dann besorgt ihr euch ein Straßenfahrzeug. Das hat Baboon schon gerade gemacht. Der ist vor seine Basis gefahren. Er hat die Basisvollmeldung und die Sarah steht jetzt schon da mit einem Benzinkanister. Und legt man eine kleine Brandspur. Und die Feuerwehr muss gleich alles wieder löschen. Die Feuerwehr muss gleich alles wieder löschen, ja? Genau. Wenn der Feuerteufel damit fertig ist. Aber ich verstehe ja nicht. Sarah zündet Baboon an und Baboon lässt das einfach zu. Ja gut, ja. Ich meine, ich kann ja nicht sehen, was die Sarah da mit mir veranstaltet, aber... Aha, sie hat sich also noch unter Druck gesetzt. Dass sie da eine Brandspur hinlegt. Ja gut, da werde ich halt ein bisschen gerüstet, wenn es sein muss. Zum Glück bist du im schwarzen Bildschirm drin, dass du dich mitkriegst, was die Sarah mit dir jetzt beim Raketenwerfer anstellt. Ja, ja, wollte ich gerade sagen. Also, ich will das nicht wissen, was die Sarah da mit dir veranstaltet. Halt dich bereit zum Der Wagen explodiert nicht. Jetzt fängt langsam an zu brennen. Jetzt brennt der Wagen. Ja. Jetzt drückt jetzt der Baboon X, um die schwarze Staffel. Meldung anzunehmen, genau. Bringt sich selber dann um. Ja. So, zack, da ist der Selbstmord. Wie genau. Das aussieht, bei mir sieht das aus, als ob du dich auf dem Lenkrad eingeschlafen wärst. Naja. Ja, der Wagen komplett ist. Der träumt jetzt von der Sarah und dann... Ja, ich warte. So, boah, dein Charakter ist gerade explodiert. Ein Charakter, die spawnt, das Auto explodiert, das NPC-Auto. Perfektes Timing, Baboon. Ja. So, jetzt stellt die Sarah das Auto praktisch auf die Basis drauf, was der Baboon jetzt bekommt. Da kommt der Baboon schon angerannt, dann macht sein Handy auf, steigt ins Auto ein, bekommt aber das jetzt muss der andere. So, dann kommt die Meldung nochmal, Basis ist voll. Genau. Drückt ihr dann auf X, genau. Ab in die Base, ersetzt und das Auto. Einen kostenlosen erhakt und dann habt ihr schon das Auto. So schnell geht's. Und um das fahren zu können, muss man dann das Spiel verlassen. Genau, richtig. Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Oder Charakterwechsel reicht auch, ja. Genau, Charakterwechsel reicht auch. Am besten macht der Charakterwechsel, schließt nicht GTA, weil falls der Glitch gepatcht werden sollte oder sowas, funktioniert der bei euch nicht mehr. Okay. Sicherste Methode ist halt einfach der Charakterwechsel. Und was ich noch dazu sagen muss, was wichtig ist, wenn ihr den Glitch noch ein paar Autos machen und so, da ist jetzt die Meldung, ich möchte jetzt ein Fahrzeug ersetzen. Ja, möchte ich, danke. Ja, X bestätigen. Und aber was 3, 2, 1, 0 und der Wagen ist in der Base vorhanden. Dann lad uns doch mal gerade in die Base ein, dann sehen wir das auch. Ja, mach ich. Aber was wichtig ist noch zu sagen, wenn ihr den Glitch macht mit jemandem, der dieselbe Basis hat und der darauf fährt, muss er natürlich auch das Handy geöffnet haben. Richtig, sonst fährst du ja direkt rein, ja, genau. Und der so, richtig schlecht. Also der gute DP Flash sagt auch schon mal Ciao, ich bin offline. Alles klar. Jo, alles klar. Mach's gut, mein Nächster. Man hört sich. Jo, schön, dass du dabei warst. Ja, auf jeden Fall. Freut mich auch, dabei sein dabei sein gewesen. Ja, ich habe nur noch Probleme mit der PlayStation gerade. Irgendwie ist was mit den Sony-Servern falsch und das hängt bei mir auf und das macht keinen Spaß. Genau. So, und ich muss auf jeden Fall von meinem Wagen. Genau. Der Wagen steht in der Base. Hier steht das Auto von der lieben Sarah. Das seht ihr auch im Kennzeichen. Sarah 19, das ist wirklich das Auto von ihr. Und wir sind in der Basis von Baboon. Also so, das Auto hat das wunderbar noch einmal, geklappt. Ganz kurz. Ja. Also wenn ich darf.
So, der Glitch funktioniert folgendermaßen. Ihr macht eure Base mit einem kostenlosen R8. Ja, stellt die ganze komplett Base voll. Genau, komplett voll. Dann, ja, holt ihr euch ein Straßenfahrzeug, stellt euch auf die Base, dann kommt die Meldung, eure Basis ist voll. Ja, dann derjenige, der euch das Auto gibt, ja, der setzt euch in Brand, sobald der Wagen brennt. Ja, ja, und aber Sarah, nicht nur in Brand setzen, ihr müsst auch zwei Raketenwürfe, ein oder zwei, draufschießen, dann brennt es, weil mit Pistole ist es nicht so. Ja gut, wir haben es gerade auch mit Pistole gemacht, es funktioniert schon. Ja. Mit Raketenwerfer brennt er natürlich relativ schnell, das stimmt schon. Mit Pistole dauert es etwas länger, bis der Wagen richtig lodert, aber es funktioniert halt auch, es dauert nur ein bisschen länger. Aber ihr habt ja einen Kumpel dabei, der euch Bescheid sagt, wenn das Auto brennt. Und dann macht er einfach, der drückt er einfach X, um die Meldung Basis voll, also die schwarze Basis Vollmeldung zu bestätigen. Öffnet Interaktionsmenü, macht Selbstmord und fertig. Brennen. Genau. Das Auto muss mehr. Genau, also das Auto muss brennen. Und ja, ihr habt es jetzt selber gerade gesehen, das ist wirklich sowas von einfach. Ja, und das ist meiner Meinung nach der einfachste Gift-to-Cast-Friend-Glitch, den ich je in ETA gesehen habe. Also, der einfachste war, wie man über Mental Luxus fliegen. Ja, das auch. Aber der ist auch sehr, sehr aber simpel. Der, also im Moment ist das der einzige, genau, das funktioniert zu 100% und das ist das einfachste, was halt im Moment am Umlauf ist, weil mit der Giftcast zu Friends Glitch. Schade ist halt natürlich, man muss jetzt wieder rausgehen, man muss sich wieder in Brand setzen. Bei den Giftcast zu Friends Glitchen, die bis vor kurzem funktioniert war, konnte man ja mit dem Fahrstuhl hochfahren und sich ins nächste Auto setzen. Das funktioniert leider nicht mehr. Ihr müsst jetzt theoretisch alles wieder auf Anfang setzen. Ihr geht jetzt raus, holt euch ein Straßenfahrzeug, fahrt wieder in die Meldung rein und alles geht von vorne los. Wie gesagt, der Baboon hat noch zwei kostenlose R8 hier. Wir machen noch ein bisschen weiter. Nee, ich habe noch mehr. Also andere Seite. Ach, da hinten, ach stimmt, da hinten. Oh, das wird ein langer Abend, sehe ich schon. Also es geht auf jeden Fall weiter. Okay, die Sarah geht hier noch unter die Autohändler heute. Wir machen jetzt beim Baboon noch weiter die Garage voll. Ich wollte euch nur kurz zeigen, wie einfach dieser Glitch ist. Nutzt den Glitch aus, solange er funktioniert. Und ja, wir sind erstmal raus hier. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Jo, ciao, Leute. Sarah, sagst du auch noch Tschüss? Jo, nein, sorry, ich bin weiter. Ja, die Sarah ist im Tauschwahn. Ja, die ist im Tauschwahn. Okay, nehmen wir es ihr nicht übel. Wir beenden jetzt das Video und ja. Genau, wir beenden das Video, verabschieden uns und bis zum nächsten Mal. Genau, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.